sein. Kann ich da tagsüber wenigstens noch Energie tanken? Sollte es nachts windstill sein, habe ich im Moment schlechte Karten. Aber dann habe ich immer noch mein Kraftwerk hier, mein Aldinium-Kraftwerk. Was da notfalls eingreifen könnte. Was ist das? Wo bin ich? Was ist hier los? Was? Hilfe! Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Alter, was ist denn hier los? Oioioi. Oh. Ich glaube, ich kann da nicht lang. Oh, scheiße. Stimmt, ich muss eine Einheit von ihr evakuieren und das macht er mir gerade richtig schwer. Das macht er mir gerade so richtig schwer. Aber vielleicht schaffe ich es trotzdem mit Trick 17. Ganz weit außenrum. Ganz weit. Aber so richtig weit. So richtig. Wir haben 35 Runden Zeit. Muss doch machbar sein. Ich sollte mir aber schon mal eine Ausweichstrategie überlegen. Eventuell auf Flugzeuge umzusteigen. Oh Junge, alles klar. Das war schon mal nichts mit dem Evakuieren. Das versuchen wir gleich nochmal. Okay, der saß. Dann kommt der hier als nächstes dran. Okay. Na, wo bleibt er? Jawohl, da ist er schon. Oh, wir sind fast voll. Muss ich gerade mal gucken. Der hier ist voll. Der geht wieder zurück. Der geht nach vorne. Hallo? Okay, der hier ist gerade erst angekommen und wird betankt. So, dann müssten die anderen aber eigentlich alle voll sein. Jawohl. Oh ja, wir haben... Ah ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben die ersten, Nein, das wollte ich gar nicht ausladen. Wir haben die ersten, den ersten Genom. Ah, Moment, jetzt, Oh, Moment. Der ist nicht voll. Der sollte eigentlich nicht ausgeladen werden. Scheiße. Ach, scheiße, ja, jetzt habe ich den natürlich ausgeladen, den ich gerade erst reingeflogen habe. Egal. Moment, den wollte ich aber eigentlich nach dahin schicken. Mal aufklären, obwohl... Na, das ist eigentlich auch Quatsch. Als Aufklärer hätte ich lieber den Exterminator. Genau, den schicke ich jetzt auch mal. Damit spähen wir mal hier hinten den Strand aus. Nicht, dass er mir da noch... irgendwo... Na, Schwierigkeiten macht. Okay, da sehe ich schon mal nichts. Mal eine etwas größere Runde abfliegen. Ah, sieht gut aus. Okay. Also bisher hier erstmal keine Gefahr. Okay, das wäre auch... Naja gut, also... Ne? Eigentlich unwahrscheinlich, weil er müsste komplett außen rumfahren. Aber hätte ja sein können. Ich denke auch, die meisten Angriffe werden auf jeden Fall an diesem Küstenstreifen hier kommen. Hier irgendwie, wo dann auch sein Flugzeug war. Okay. Genau, ich wollte das eine Flugzeug noch beladen mit dem vierten Archimedes. Jawohl. Dann haben wir hier die schnelle Flugabwehr-Eingreiftruppe. Was ist mit ihm hier? Krux wieder rein. Krux wieder rein. Exterminator, ja, der sollte eigentlich gar nicht raus. So, Moment, Zerstörer ist fertig. Den fahren wir da raus, dann können wir den nächsten bauen. Dann, die Spider. Okay, die kommen gerade erst an, die kann ich gleich in den Hafen zurückbringen. Der hat geschossen, muss wieder zurück. Ist das anstrengend, ohne Witz. Ich hatte tatsächlich geglaubt, dass es jetzt langweilig werden würde, weil ich einfach nur abwarten muss, bis meine Flugzeuge fertig sind, aber, ja. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er mich jetzt so massiv angreift. Aber gut, bisher habe ich ja alles ganz gut abgewehrt, glaube ich. Die Schiffe sind gerade hier rumgefahren, das heißt, hier dürfte eigentlich auch alles ausgespäht sein. Und zum Angriff übergehen möchte ich im Moment eigentlich noch nicht. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier. Ach so, Moment, ich kann den da oben ja vielleicht noch versuchen anzugreifen. Der, naja, das reicht mal wieder nicht. Vielleicht kann der, ja, der müsste eigentlich noch einmal schießen können. Der genauso.
Vielleicht reicht das hier aber auch schon. Jawohl, das reicht schon. Herrlich, dann kann der in die Richtung ein bisschen verteidigen. So, der gibt dem hier Unterstützung mit überlappenden Gesichtsfeldern. Okay, das können wir so lassen. Das heißt, wenn von da jemand ankommt, dann kriege ich das mit. Zumindest, wenn er hier Richtung Hafen fährt. Wenn er da oben an der Küste wieder versucht zu landen, dann habe ich schlechte Karten. Aber gut, ach ja, stimmt, der war weg. Dann schicke ich den wieder zurück. Ich überlege gerade, wo ich meine Exterminators erstmal parken soll. Aber ich würde mal sagen, hier über der Werft irgendwo. Das passt schon. So, die verteidigen nach da. Dann kann der hier... Ja, der verteidigt in die Richtung. Den hier schicke ich noch etwas weiter nach da. Wo ich bezweifle, dass aus dieser Richtung tatsächlich noch viel mehr kommt. Also von der Insel wird wahrscheinlich nicht viel kommen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich nehme an, dass der Hauptangriff von hier aus ausgehen wird. Da hat er einen Hafen, da hat er eine Werft. Das sieht so aus, als wäre er dafür gerüstet, von da aus anzugreifen. Flugzeuge hovern mal über der Werft. Er ist auf dem Rückweg, der muss auch wieder rein. Der ist angekommen. Nee, das ist mein... das ist meine schnelle Eingreiftruppe. Ich dachte schon, weil ich habe ja noch Flugzeuge unterwegs. Genau, hier kommen noch zwei Transporter und meine... jeweils vier von jeder Gattung. Ghosts und Genome. Sind im Anmarsch. Okay, ja, jetzt habe ich natürlich wieder viel zu viele Kruxe ausgeladen. Muss ich mal aufpassen, dass ich nicht den hier erwische. Ich glaube, den stelle ich mal hier. Der hovert mal über dem Hauptquartier. Dann hat einer meiner Akademien keinen Forschungsauftrag mehr. Das heißt aber, dass irgendwas erforscht worden ist, was ich brauchen kann. Moment. Jawohl, ich erforsche ein U-Boot. Und danach... Boah, ich weiß es nicht. Das Gezeitenkraftwerk kann, glaube ich, auch nicht schaden. So, der erforscht noch die Schiffskanone. Kann sich danach mal an den Flugzeugträger... Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich werte erstmal den Zerstörer auf und danach erforsche ich mir einen Flugzeugträger. Das hier würde ich gerne noch... Oh, warte, das stimmt ja überhaupt. Das stimmt ja überhaupt. Ich war ja noch gar nicht fertig. Ich warte, bis das hier fertig ist und danach... kommt das Schlachtschiff dran. 1 Minute 50, schaffe in diese Runde nicht mehr. 9 Minuten noch bis zum Orca, bis ich Orcas bauen kann. So, ich komme aber ein bisschen vom Plan ab. Ich nehme den mal wieder weg. Weil das mit den Luftüberlegenheitsjägern hat sich ja, glaube ich, erstmal erledigt, weil ich ja jetzt diese schnelle Flugzeugabwehr-Eingreiftruppe habe. Wovon ich noch mehr bauen will. Weil Transporter habe ich, Archimedes habe ich in Auftrag gegeben und daraus werden wieder solche schnellen Eingreifer, die deutlich... Nur noch eine Minute bis zum Ende des Zuges. Ja. Die deutlich schneller unterwegs sind als die Luftüberlegenheitsjäger übrigens. Wie mir gerade mal auffällt. Also eigentlich ist es fast schon sinnvoller, Flugabwehr so zum... obwohl, das stimmt auch wieder nicht. Weil der Krux kann ja natürlich abgeschossen werden. Ja, aber es ist egal. Für meinen Einsatzzweck ist das durchaus brauchbar, was ich da gebastelt habe, was ich mir da ausgedacht habe, so rum. Gut. Eisen ist check, haben wir alles. Zerstörer kommt zurück. Genau, das wollte ich noch machen. Hier müssen wir irgendwie noch eine Einheit... Warum? Hier ist ein feindlicher Zerstörer dazwischen. Der hat sich hier einfach reingezeckt. Warte mal, ich muss gerade mal... muss den mal, das geht ja nun gar nicht. Was macht der denn? Ihr taktischer Zug hat gerade geendet. Nein, er hat den Schuss nicht mehr abgegeben. Verdammt. Ja, okay, die verteidigen hier eigentlich ganz gut. Ich glaube nicht, dass hier jemand durchkommt. Oh, sehr gut. Forschungsauftrag hier, da, so. Und dann das Schiff, das Schlachtschiff, jawohl. So, Schlachtschiff, danach können wir dann den Zerstörer aufwerten. Danach von mir aus auch den Flugzeugträger. Obwohl ich da im Moment noch keinen Einsatzzweck für sehe, für den Flugzeugträger. Weil die Exterminators kannst du eh nicht auf den Flugzeugträger laden. Die brauchen so viel Energie.
Und alles andere, ja gut. Einheit beschädigt. Könnte man. Wo, was, welche Einheit ist. Ja, ja, weil ich den letzten Schuss nicht abgeben konnte, verdammt. Weil ich zu langsam war, ich hab's nicht bemerkt. Und da kommt schon wieder ein U-Boot, ich werd bescheuert. Jetzt werde ich echt auf allen Fronten angegriffen. Langsam wird's peinlich. Und ich muss noch eine Einheit hier wegkriegen. Irgendwie. Ah, Moment, das muss ich aber nicht innerhalb der 35 Runden machen, oder? Nee, das kann ich irgendwann machen. Ja, trotzdem wäre ich ganz froh, wenn ich das schon hinter mir hätte. Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Oh, gar nicht ohne die Mission. Gar nicht ohne. So, okay, ich habe gesehen, der hier war schon wieder fertig. Dann, den schicke ich mal in den Hafen. Dann können wir hier nämlich schon mal... Verdammt. Ja, komm, dann bauen wir noch einen. Bis hier das U-Boot fertig ist. Das dauert noch 6 Minuten. Das zu bauen dauert 5, ja, auch knapp 6 Minuten. Dann sind wir genau fertig, wenn... sobald ich U-Boote bauen kann. Okay, ich muss nur aufpassen, dass die hier keiner dazwischen stellt wieder. Da ist doch schon wieder eine feindliche Einheit. Hier. Kampfflugzeug. Ich wollte mich doch verarschen. Jetzt kommt da natürlich ein Kampfflugzeug an. Das kann ich ja gar nicht brauchen. Der muss erstmal wieder auftanken. So, dafür habe ich aber die Genome. Oder den einen Genom erstmal. Wo habe ich nicht... Ich hatte doch 4 gebaut, oder? Und ich lade hier nochmal alles aus, was nicht Transporter ist. Verdammt. So, jetzt. So, 2 Genome. Die empfangen da hinten den Ghost mal. Und jetzt fehlen echt Schiffe, die in die Luft schießen können. Ja, daher, okay. Jetzt habe ich gerade einen Einsatzzweck für meinen Flugzeugträger gefunden. Ein Schiff, das gegen Flugzeuge sich einsetzen lässt. Es kann nicht direkt in die Luft schießen, aber Flugzeuge transportieren, die das können. Der muss auch wieder auftanken. So, die waren voll getankt. Jawohl. Und warten auf ihren Einsatz. Das ist meine Verteidigungskette hier an Zerstörern. Dann können wir den noch ein bisschen nach vorne bewegen. Ja, so, ja. Genau, dann wollte ich die noch in den Hafen fahren. Sehr gut. Die bleiben hier. Und harren der Dinge, die da kommen. Die begrüßen den Ghost da hinten. Was haben wir noch? Die schnelle Eingreiftruppe bleibt hier, falls ich doch noch irgendwo was entdecke. Den hole ich mal wieder zurück. Von da hinten scheint wirklich nichts zu kommen. Und ich kann den nachher da wahrscheinlich dann gut brauchen, wenn ich, wenn es losgeht Richtung Hauptquartier. Das ist ja das Einzige mit Zeitlimit im Moment, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wenn ich das richtig verstehe, weil, also Zeitlimit steht nur da dran. Ich nehme an, das heißt, dass auch nur für diese Mission das Zeitlimit gilt. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil 35 Runden eigentlich echt lang sind. Ja, wobei wir sind schon bei Runde 7. Verdammt. Ah, okay. Also, wir haben 4 Exterminator. Okay. Hier ist noch einer drin. Ja, hier sind noch 2 drin. So, Moment. Der ist wieder aufgetankt. Und der hier ist auch aufgetankt. Okay, 2 Exterminators sind 6 Exterminators. Das ist schon mal sehr gut. So, 6 Stück haben wir. Was ist mit denen hier? Die haben sich doch schon bewegt, oder? Ja. So, 6 Exterminators haben wir. Hier sind noch... 9 im Bau? Ne, das kann nicht sein. 6. Ich wollte 12 machen, glaube ich. Bin ich mir fast sicher. Oh. Wieso baut er nicht weiter? Ah, er baut doch weiter. Ich dachte schon, weil der Balken sich nicht bewegt und so kurz vorm Ziel ist, dachte ich schon irgendwie, dass der Flughafen wäre voll und er kann nicht mehr bauen, aber nee. Wird noch gebaut. So, Fabrik für schwere Einheiten baut mehr Archimedisse. Und dann haben wir schon fast wieder unsere Truppe zusammen. Gott, die einen stelle ich mal dahin. Okay, ich glaube, hier gibt es aber auch jetzt nichts mehr aufzuwerten, also... Müssten eigentlich... Ah, apropos, verdammt, ich vergesse es auch immer wieder.
So, kann ich bitte... Bitte, bitte... Bitte, bitte... Jawohl, ich kann die Werft reparieren. Geile Sache. Und nochmal. Jawohl. Das ist ein Traum. Sehr gut, voll repariert. Dann kann ich die Ant wieder zurückziehen. Sehr gut. Finde ich super. Ich freue mich. Kann ich ja nachher... Oh, ich könnte vielleicht noch eine Werft bauen. Sollte ich noch eine Werft bauen? Ja, hier hinten haben wir natürlich wieder keine Energie, aber das lässt sich ja... Also lässt sich ändern, aber nicht mit dem Windkraftwerk. Ja, ich glaube, ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, ich kann hier rüber. Hm? Och, Moment, ich bin mir nicht sicher. Ich muss irgendwo muss ich diese Transportröhren bauen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Bin gerade nicht sicher. Aber wir werden es erleben. Erstmal muss ich diesen ERP herbauen. Vielleicht, ich probiere mal von hier aus eine Transportröhre darüber zu bauen. Ja, doch, geht. Das geht. Wunderbar. Jetzt die Frage, rush ich in einem... Ja, doch, mein Plan war, mit den Flugzeugen in einem durchzurushen. Einfach durchfressen, was er mir entgegenwirft und die restlichen Flugzeuge auf dem gleichen Pfad durchschicken, wo er dann keine Schüsse mehr hat und dann einfach bombardieren. Weil ansonsten, ich hatte auch gerade überlegt, ob ich schon mal mit denen vorfliege und schon mal hier klar Schiff mache. Schon mal die Flugabwehrgeschütze runterhole, weghole. Aber, nee, ich glaube nicht. Ich mach's doch so, wie ich geplant hatte. Einfach rein und ein Forschungsauftrag wurde abgeschlossen. Action und wieder raus. So, kann ich das hier hin? Ich überlege gerade, wo es am sinnvollsten ist eigentlich. Ja, ich glaube, das ist schon ganz okay. Ein Traum. Wunderbar. Energie und Dingsbums. Achso, es muss erst gebaut werden. Dann U-Boot. Oh, erstmal 4 Stück bauen. So, Forschungsauftrag abgeschlossen, aber das müsste eigentlich noch was in der Pipeline sein, jawohl. Da kommt noch was. Was haben wir denn noch Sinnvolles? Wir könnten noch die Luftabwehr aufwerten, dafür brauchen wir das Upgrade. Und da haben wir noch 3 Forschungsaufträge in der Pipeline, ja okay. Den hier würde ich auch noch gern aufwerten. Den Spider können wir auch noch aufwerten, ja. Machen wir so. Also das Hauptquartier würde ich gerne noch ein bisschen aufwerten. Okay, den Totenkopf mache ich mal weg. Muss ja nicht jeder wissen, dass ich eine Einheit verloren habe. Genau, da kam der Ghost. Ach, es ist immer noch dieselbe Runde, guck mal an. Ich war schon wieder... Oh, guck mal. Der Orca ist, hat irgendwie so ein... Kriegt ein längeres Bauwerk. Brauche ich hier auch nochmal 4 Orcas? Kenne ich nix. Freunde. 8 U-Boote. Bring it. Nur noch eine Minute bis zum Ende des Zuges. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Okay, läuft bisher eigentlich, glaube ich, ganz gut. Meine Küsten habe ich halbwegs verteidigt. Ich könnte hier noch ein Stückchen nach vorne fahren. Da kommt mein Zerstörer, man sieht ja, also die Schiffe fahren alle hier diese Ecke und da ist nichts außer diesem Flugzeug jetzt, aber keine Schiffe, keine feindlichen. Das scheint alles clean zu sein. Problem habe ich natürlich hier. Das, Moment. Es ist doch eine neue Runde, verdammt, warte mal. Also hier ist es, ja, ich komme schon durcheinander, welche Runde jetzt, Scheiße, ich glaube, das Schlachtschiff kann gar nicht gegen U-Boote schießen. Ich hätte das Schlachtschiff gegen den Zerstörer schießen lassen sollen. Okay, Feuer. Nein! Nein! Okay, er hat doch noch geschossen. Aha, sehr gut. Er hat doch noch geschossen. Und ihm die Hälfte abgezogen. Naja, verdammt, hätte ich 2 Schüsse absetzen können. Hätte ich ihn erwischt. Ja, ich sag dir, ich komme mit den Runden durcheinander. Ich dachte, hier hätte ich mich auch schon längst bewegt.
Aber dem war nicht so. Na gut, kann man jetzt nichts mehr machen.